Fuchs in der Konfiguration als Gruppenfahrzeug. Sie bewaffnet mit bis zu 2 Maschinengewehren MG3. 2 von diesen Fahrzeugen befähigen eine leichte Spähgruppe geschützt in den Einsatzraum zu verlegen und von dort abgesessen im schwierigen, unwegsamen und für Fahrzeuge nicht zugänglichen Gelände aufzuklären. Unter gegenseitiger Sicherung nehmen die Gefechtsfahrzeuge nun die leichte Spähgruppe auf. Eine leichte Spähgruppe wird grundsätzlich geschlossen autark eingesetzt. Im Ausnahmefall kann sie mit anderen Kräften verstärkt oder selbst als Verstärkung mit anderen bodengebundenen Aufklärungskräften eingesetzt werden. Das luftgestützte, unbemannte Aufklärungsmittel der leichten Spähgruppe ist die Mikroaufklärungsdrohne für den Ortsbereich, kurz Mikado, Kettenfahrzeug in den Verbänden der Infanterie. Links sehen Sie den Wiesel 1 MK in der Konfiguration mit 20 mm Maschinenkanone. Die Besatzung besteht aus dem Kraftfahrer und dem Kommandanten, der auch den Feuerkampf mit der Maschinenkanone führt. Je nach genutzter Munition verfügt die Maschinenkanone über eine Kampfentfernung von bis zu 1500 Metern. Mit dem in die Optronik integrierten Wärmebildgerät ist diese Variante uneingeschränkt nachtkampffähig. Auf 2 Mungos. Der Mungo ist eine mittlere Transporthubschrauber luftverladbares Einsatzfahrzeug. Das Basisfahrzeug wurde modular entwickelt und kann mit Zusatzausstattungen wie Seilwinde, Räumschaufel oder Hydraulikhammer ergänzt werden. Sie sehen jetzt, wie eine Gruppe Fallschirmjäger vom Mungo im Verfügungsraum absitzt und zunächst örtliche Sicherung einnimmt. In der Folge werden die Fallschirmjäger unter gegenseitiger Überwachung weiter antreten. In der nun einfahrenden Staffel von links präsentieren wir Ihnen Fahrzeuge der Führungsunterstützung und des Aufgabenbereiches Operative Kommunikation, kurz OPCOM BW. Dieser wurde ebenfalls dem neu aufgestellten Organisationsbereich Cyber- und Informationsraum unterstellt. Eine gewaltbereite Gruppe von Störern die Polizeikräfte auf, um den festgenommenen Straftäter zu befreien. Die Kräfte sind nicht imstande, sich von den Störern zu lösen und die Verlegung ungehindert fortzusetzen, da sie kurzfristig nicht über die Fähigkeiten zur Crowd and Ride Control, kurz CRC, verfügen. Gefahr ist im Verzug. Zur Unterstützung haben die Polizeikräfte Feldjägerkräfte angefordert. Verbracht mit 2 Eagle 5 in der Version Feldjägertruppe, 5 Mungo als Truppentransporter, einem Enok mit Präzisionsschützen sowie Beweis- und Dokumentationstrupp, einem geschützten Führungs- und Funktionsfahrzeug Jack, Ausführung Feldjäger-Wasserwerfer. Zusätzlich wird ein beweglicher Arzttrupp auf einem Eagle BRT für die medizinische Erstversorgung mitgeführt. Sitzt der Greiftrupp mit 2 Diensthundeteams der Feldjägertruppe ab und beginnt umgehend mit der Sicherung des zivilen Dienstfahrzeugs. Der hier zu sehende Greiftrupp nutzt verschiedene Formationen, darunter die Formation Diamant und in Folge Halbmond, wie hier zu sehen. Die Postenkette im Hintergrund wird durch Unterstützungskräfte der Infanterie gestellt. Der Greiftrupp verschiebt sich hinter die Postenkette und verstärkt diese.
im Fall einer Zuspitzung der Lage bei unfriedlichen Demonstrationen können die Feldjäger verschiedene Fähigkeiten zur Wiederherstellung der Kontrolle nutzen. Das Führungs- und Funktionsfahrzeug JAK, Ausführung Feldjäger Wasserwerfer, ist ausgestattet mit einer Lautsprecher-Außenanlage. Achtung, Achtung, hier spricht die Bundeswehr. Bitte räumen Sie unverzüglich diesen Platz. Andernfalls sehen wir uns gezwungen, unmittelbaren Zwang anzuwenden. Ich wiederhole, Achtung, Achtung, hier spricht die Bundeswehr. Bitte räumen Sie unverzüglich diesen Platz. Andernfalls sehen wir uns gezwungen, unmittelbaren Zwang anzuwenden. Einsatz des Wasserwerfers kann besonders dann erforderlich werden, wenn eine Verzahnung mit der Postenkette droht. Bei weiterer Eskalation, beispielsweise durch einen anstiftenden Rädelsführer, sind die Feldjäger unter anderem befähigt, diesen zur Deeskalation mittels Greifdruck und Diensthund festzunehmen und danach in den hinteren Bereich zu verbringen. Sollte Gefahr für Leib und Leben bestehen, sind die Feldjäger auch dazu befähigt, letale Gewalt anzuwenden. Präzisionsschützen der Feldjägertruppe sind in besonderem Maße dazu befähigt, in Lagen mit großen, gewaltbereiten Menschenmengen eingesetzt zu werden. Bild- und Beweismaterial von Einsätzen der spezialisierten Feldjägerkräfte festzuhalten und auszuwerten, verfügt die Feldjägertruppe zusätzlich über einen flexibel eingesetzten Beweis- und Dokumentationsdruck, wie hier zu sehen. Und zum Konvoi-Schutz eingesetzt werden. Das Beweis- und Bildmaterial des Beweis- und Dokumentationsdrucks wird im Anschluss an die Erheber und Ermittler der Feldjäger übergeben und ausgewertet.
TPZ Fuchs und ein LKW gespannt. Dies ist das Minenverlegesystem 85, kurz MV85. Dieser ist ein einachsiger, ungebremster Anhänger mit Flug, Einebner sowie Elektro- und Hydrauliksystem zum offenen und verdeckten Verlegen der Panzerabwehrverlegemine DM-31, wie auf den Monitoren zu sehen. Die Pioniergruppe hat mit dem Minenverlegesystem 85 bereits Verlegebereitschaft in der letzten Deckung hergestellt. Die abgesessenen Pioniere fluchten die Minenreihen der Sperre als Orientierungshilfe für das Anlegen aus. Sie vermessen sie und beginnen mit dem Anlegen des Minensperrnachweises, da Lage der Sperre, Art und Anzahl der verwendeten Minen dokumentiert werden müssen. Dies ist auch entscheidend für eigene Kräfte, damit sie im beweglichen Gefecht nicht durch eigene Minen bekämpft werden. Blicken Sie zu den Monitoren. Nach Eingabe dieser Daten in das Führungsinformationssystem her, stehen die Daten über die angelegte eigene Sperre allen eigenen Kräften sofort zur Verfügung. Ebenso kennzeichnen sie die Sperre zur feindabgewandten Seite. Als Zugfahrzeug für das MV85 dient derzeit noch ein LKW 7 Tonnen GL, der gleichzeitig die Minen in Transportboxen auf der Ladefläche mitführt. Von dort gelangen die Minen über eine Laderutsche auf den Minenverlegeanhänger. Mit dem MV85 können Minen, die nach dem Hohladungsprinzip funktionieren und durch Änderung des magnetischen Umfelds auslösen, sowohl offen als auch verdeckt verlegt werden. Indem der Flug abgesenkt wird, schafft das MV85 einen Graben, in den die Minen eingelegt werden. Der Einebner schließt den Graben wieder. Dadurch verdoppelt sich die Zeit zum Anlegen einer 1500 Meter breiten Sperre auf 3 Stunden. Bordmaschinenkanone. Mit einem koaxialen Turmmaschinengewehr.
Kraft der 120 mm Glattrohrkanone auf Kampfentfernungen von bis zu 3500 Metern gegen gepanzerte Ziele und 5000 Metern gegen leichte und ungepanzerte Ziele und bleibt währenddessen voll einsatzbereit. Er ist auch in der Lage, dreht bis zu 3 Meter Breite. Auf dem Transportpanzer Fuchs in der geschützten Version A8. Er ist in der Lage, schnell, großräumig und zuverlässig radioaktive und chemische Kontamination direkt vor Ort festzustellen, Geländeabschnitte zu markieren und einfache Probeentnahmen durchzuführen. Weiterhin können diese Ergebnisse in Echtzeit über das Führungsinformationssystem her zur Verfügung gestellt werden, mit der Unterstützung von Instandsetzungsmaßnahmen. Hauptsächlich wird er in den Panzergrenadierverbänden mit der Ausstattung im Schützenpanzermarder eingesetzt. Für die weitere Gerätschaften zur Instandsetzung. Der gepanzerte Standard kommt ein LKW 15 Tonnen GL, mechanisierte Umschlaglagerung Transportintegration, kurz Multi. Die hier gezeigte Ausstattungsvariante FSA verfügt über eine Fahrzeugschutzausstattung, die Besatzung vor Waffeneinwirkung und Sprengmitteln zu schützen. Auf der Wechselladepritsche können auch Kleinfahrzeuge, hier durch einen Wolf gezeigt, transportiert werden. Von einem LKW 5 Tonnen GL, hier mit Plane und Spriegel. Er wird in nahezu allen Truppengattungen des Heeres für den Materialtransport eingesetzt. Der sogenannte 5 Tonner wird in unterschiedlichsten Varianten und mit verschiedensten Aufsätzen genutzt. Wie hier durch einen Schützenpanzermarder 1A5A1 dargestellt. Auch er ist vollgeländegängig und kann mit unterschiedlichsten Sattelaufliegern ausgestattet werden. Als schließenden sehen Sie nun den Bergepanzer 3, Büffel. Er ist der Nachfolger des Bergepanzer 2 auf einem Leopard 2 Fahrwerk und ist darauf ausgelegt, Einsatz- und Gefechtsfahrzeuge bis zu einer Gewichtsklasse eines Leopard 2 mithilfe seiner Schnellbergeeinrichtung unter Panzerschutz zu werden und zu schleppen. Hier wird er beim Abschleppvorgang eines im Gefecht gebliebenen Leopard 2 A6 gezeigt. Jedenfalls mit einer Krananlage ausgestattet, wird er hauptsächlich in den Panzerverbänden des Heeres eingesetzt. Ausgangsprüfung einer Panzerhaubitze 2000 wurde erfolgreich abgeschlossen. Schauen Sie nach links. Sie sehen den österreichischen Panzergrenadierzug Charlie beim Ausweichen in die nächste Stellung. Er wird dabei vom Panzerzug Delta überwacht. Schauen Sie nach vorne. Gemäß des Grundsatzes Feuer und Bewegung verzögert bei Bornberg der Kampfpanzerzug Bravo, verstärkt um einen Halbzug Schützenpanzer Puma unter Überwachung des Panzerzuges Delta südlich Seedorf in Richtung Ost. Schauen Sie nach links. Ein Zug Panzerhaubitzen 2000 beziehen jetzt Ihre Feuerstellungen.
Schauen Sie nach links. Der Panzerhaubitzenzug November zerschlägt nun den aufgeklärten feindlichen Artilleriebeobachter bei Totenberg. Greift an, wenn die Möglichkeit besteht, den Feind zu überraschen und bei geringen eigenen Verlusten Feindkräfte zu zerschlagen. Parallel sehen Sie auf dem kleinen Hengstberg, wie der österreichische Panzergrenadier Charlie Stellung bezieht.